Ja, herzlich willkommen in Öbland zu POV, Hashtag Getscheißen. Also nicht das, sondern mein Programm heißt so. Ich freue mich wirklich, dass ich da bin. Christopher Seiler, alias Anton Horvath, alias der Coder, bekannt als Teil des Hitparadenstürmer-Duos Seiler und Speer. Sänger, Musiker, Schauspieler, Filmemacher und Kabarettist. Gastierte mit seinem Kabarettprogramm BOB, Hashtag geht's scheißen, im ausverkauften Öblaner Kunst- und Kulturhaus. Also das ist jetzt nicht die klassische Kulturveranstaltung, wie man es kennt. Das wird heute nahe an der Strafanzeige. Ja? In den kurzweiligen 2 Stunden seines Programmes zeigte sich Seiler feinsinniger, als der deftige Titel vermuten ließ. Voller Spielfreude und in reger Interaktion mit dem Publikum jagte eine messerscharfe Pointe die nächste. Was haben Sie? Nein, nicht was habe ich, was hätte ich? Was hätten Sie? Arbeitstag, morgen erst. Das ist ein Wahnsinn. Solche Patienten. Wenn einem das Lachen zwischendurch mal kurz im Halse stecken blieb, lag dies wohl daran, dass seinen Ausführungen Geschichten und Sozialstudien zugrunde liegen, die nicht näher an der Realität hätten sein können. Ruf dein Ex, hab's ja, vielleicht kommt er vorbei und hat dir nochmal die Stirn runter, du Trampe. Ich hab 5 gefällt mir gekriegt. Wirklich? Super leiern. Auf diese Art hält Seiler dem Publikum quasi einen Spiegel vor und zeigt sich als feinfühliger Beobachter unterschiedlichster Milieus. Ja klar, ich glaube, als Kabarettist bist du in erster Linie sowieso Beobachter und tust das dann halt frei interpretieren. Und genauso war es beim Horvath, nur natürlich haben wir da als Vorbild genommen ein Geschäft mit der Liebe und Alltagsgeschichten von der Elisabeth Spira. Und haben das dann halt diese Figur dann so in Szene gesetzt, dass man glaubt, dass es den gibt. Als zwischendurch die von Seiler geschaffene Kunstfigur Dakota auftauchte und aus seinem Leben erzählte, pendelte sich das Niveau der Pointen erwartungsgemäß unter der Gürtellinie ein, was dieser Rolle nur zusätzliche Glaubwürdigkeit verlieh. Ich bin der Praline, ja, nein. I know what the woman wants. Yeah. Ihr kauft einen Gutschein. Schönheitschirurgie. Hör auf die stängende Hosen. Die hat sich gefreut, juhu, tutti. Sag ich, nix, in dein Gesicht mach mal. Ja, schön sagt deine Bildung. Ja, sie ist was angefressen, aber dann ist sie mitgegangen. Dr. Wurze, kennst du den? Er ist leibend, der hat schon alle gekriegt. Der hat die Jazz-Kette gemacht, die Schiele gemacht. Da hab ich gesagt, wenn du die Zombies riechst, kriegst du meine auch. Das passt. Da bin ich gestanden vorher mit ihr. Dafür liebt ihn das Publikum. Und als gegen Ende der Vorstellung auch noch der echte Bernhard Speer in einer kleinen Nebenrolle erschien, war der Abend perfekt. Ja, haben wir schon was. Rot. Blau. Ist das jetzt der Ernst oder was? Ist das nicht schlecht? Ich hab dir 5.000 Euro überwiesen, dass du mir das Licht machst. Ja, hab ich gekriegt. Und du hast gekriegt. Ich habe Facebook kennengelernt. Ich habe den Coder kennt. Den hat er ja schon vorher gehabt. Das war so eine Kunstfigur auf Facebook. Und ich habe da so ein Festl gemacht bei uns in der Gegend und habe, wen braucht er, dieses Festl hostet. Und da habe ich den Coder dann angeschrieben quasi. Dann hat er sie nicht mehr kreiert, es war ihm eigentlich voll wurscht, wer ihm da schreibt. Ja, und ein halbes Jahr später sind wir irgendwie zusammengekommen, ich weiß auch nicht warum. Und dann hat es dann, sind wir an Trinken gegangen und dann hat es relativ schnell gepasst. Weil wir gemerkt haben, wir sind beide ziemlich kreativ und haben Bock, da irgendwas Neues zu machen. Wurscht, ob es ihm gefällt oder nicht, wir wollen das aber machen. Das haben wir dann gemacht, ja. Du bist weg. Ich suche mal einen anderen. Seiler und Wehr. Seiler und Wehr ist Leiwand. Weißt du, da kann ich mir immer einen anderen nehmen. Wehr ist quasi ein Seiler und Fragezeichen. Muss Leiwand. Wenigstens Fragezeichen ist ehrlich. Und nicht so ein Arsch wie du. So. Jetzt habe ich es gesagt. Seiler und Speer, die zurzeit die größten Hallen und Festivalbühnen im deutschsprachigen Raum bespielen und deren Hit Harmkunst wohl jeder kennt, live in der familiären und beinahe intimen Atmosphäre des Öblaner Cool erleben zu dürfen, ist wohl ein besonderes Geschenk für jene, die das Glück hatten, eines der begehrten Tickets zu ergattern.
Und dann willst du spielen und überhaupt willst du noch weg, weil du huckst im Auto und huckst Radio und dann spielst du heimkommst. Und dann tust du am anderen Sender, du spielst heimkommst. Und dann tust du am nächsten Sender, da geht der Dü-da-da, der Dü-da-da. War der Abend doch schon seit langem ausverkauft. Dass der Erfolg von Seiler und Speer kein Zufall ist, sondern auf großem Können beruht. Davon konnte man sich an diesem Abend mit Christopher Seiler im Öblaner Kuhl überzeugen. Ein Abend, der allen Anwesenden wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird. Mir gefällt das sehr, mir erinnert das sehr an so alte Stand-up-Clubs. So, also mir hat es sehr gefallen. Es ist halt, ja, es ist halt dann ungewöhnt, wenn du zuerst vor was weiß ich, 1000 spielst und dann bist du halt da im kleinen Rahmen, aber mir macht das überhaupt nichts. Ich finde das sogar leibend. Ja, ein bisschen wieder runtergekommen. Dankeschön, danke für einen wunderbaren Abend. Geht's heim und fragt euch bitte, was war das? Schreibt's auf Facebook, dass Arsch war. Ich brauch das. Nein, macht das nicht, weil die anderen klauen das dann stehe ich das nächste Mal vor 10 Leuten und ich brauche Geld. Naja, ich bin ehrlich, was ist, ich brauche Geld. Danke fürs Kommen, es war zum Wahnsinn. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Bis zum nächsten Mal.